Tut mir leid, dass ich zu spät komme. Ich habe mir schnell die Skates angezogen und... Simon, hast du Tamara gesehen? Nein, ich habe gedacht, sie ist hier. Das verstehe ich nicht. Sie bestellt uns früher und dann kommt sie nicht. Okay, und was machen wir jetzt? Fangen wir an? Ja, wir haben schon eine Menge Zeit verloren und noch viel zu tun. Ich würde sagen, wir fangen an. Ja, Matteo hat absolut recht. Ganz bestimmt kommt Tamara gleich. Okay, los. Gut, fangen wir an. Komm, Simon. Steigen wir nach den paar Figuren ein, okay? Okay. Gut, seid ihr soweit? Ja. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1 und 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Prima. Ja, das war super. Und ich hört mal, eine Sache noch. Denkt dran, dass wir beim letzten Schritt unbedingt in einer Linie stehen müssen. Ja. Okay. Passt auf, dass sie nicht aus dem Takt kommt. Das ist sehr wichtig. Okay. Trotzdem war es aber absolut prima. Okay, es war nicht schlecht, aber ein paar Schritte müssen noch verbessert werden. Da geht noch was. Versuchen wir mal den Sonne-Mond-Teil? Ja, gute Idee. Danke, Lunita. Schön, dass wir einer Meinung sind. Und lass mich dir vor allem sagen, ich freue mich wirklich sehr, mit dir die Hauptrolle zu teilen. Kleine Pause, ich hab Durst. Hat denn zufällig jemand was zu trinken für mich dabei? Ja, Ramiro, ich hab Wasser, wie oh, immer. Danke. Drei Minuten, dann geht's weiter, ja? Hey, hey, komm mal her. Was ist los? Alles okay? Du kommst mir irgendwie komisch vor. Ich habe eine wichtige Entscheidung getroffen. Leute, ich habe leider schlechte Neuigkeiten, was den Wettbewerb betrifft. Es ist ein Schreiben mit den Teilnahmebedingungen aufgetaucht, das Mariano mir offenbar die ganze Zeit vorenthalten hat. Was? Und was heißt ja, das was jetzt bitte? Was steht in dem Schreiben? Sag schon! Dass wir noch ein Element mit einbauen müssen. Eine Hebefigur bis über die Schultern. Dabei wird besonderer Wert auf Schwierigkeitsgrad und Ausführung gelegt. Was? Ja, ich bin auch aus allen Wolken gefallen. Ja, außerdem haben wir überhaupt keine Zeit mehr, um das zu üben. Nein. Und wenn wir es weglassen? Es ist ein Pflichtelement. Wenn wir es weglassen, werden wir disqualifiziert. Wie ist das möglich? Tja, das ist Marianos letzter Trumpf, um uns aus dem Wettbewerb zu werfen. Und wie es aussieht, hat er es auch geschafft. Es tut mir furchtbar leid, Leute. Mir war das auch super wichtig. Aber der Traum vom interkontinentalen Wettbewerb ist ausgeträumt.